Herzliches Willkommen zum Teil 14 meines Infodienstes Leben ohne Krankheit. Ich hatte schon in Teil 13 angekündigt, dass es heute um Sportverletzungen geht. Zuvor muss ich jedoch auf die rege Resonanz zu meinen Darstellungen Risikoanalyse und Risikovermeidung im letzten Beitrag eingehen. Viele E-Mails erreichten mich mit dem Hinweis, dass ja CyberKnife aufgrund der Röhrendurchleuchtung zur Erfassung des Tumors auch ionisierende Strahlung einsetzt und den Patienten dadurch belastet. Der Einwand ist völlig richtig. Nur bildet CyberKnife trotzdem schon das Optimum in Sachen präziser Bestrahlung, da mit dem Linearbeschleuniger nur der zu zerstörende Tumor getroffen wird. Das geschieht bei der herkömmlichen Strahlentherapie viel ungenauer und führt zu den schon beschriebenen Organschäden. Wichtig sind die Dosis der Strahlenexposition und der für den Patienten eintretenden Nutzen. Bei CyberKnife wird mit zerstörerischer Strahlendosis der Tumor und nur der Tumor geschädigt bis zu seiner Vernichtung. Die Dosis aus den Röntgenröhren zur Zielverfolgung bei CyberKnife ist sehr viel geringer und bei dem eintretenden Nutzen für den Patienten völlig vertretbar. Vergleichen Sie es einfach mit einem Artilleriegefecht. Zerstörerisch für den Gegner sind die verschossenen Granaten. Der Geschützdonner, der dabei auftritt, wird da einfach mit verkraftet. Er ist vergleichbar mit den Röntgenstrahlen zur Präzision des CyberKnife. Soweit als Nachgang zum Beitrag 13. Nun aber zu den Sportverletzungen. Haben Sie sich nicht auch schon öfter gefragt, wie es geht, dass heute noch Spitzensportler, zum Beispiel Fußballprofis, nach einer Verletzung unter starken Schmerzen vom Platz getragen werden müssen und innerhalb von 2 Wochen sind sie wieder zurück und schießen Tore? Das geht uns doch ganz anders, wenn wir uns beim Sporttreiben mal verletzen. Da dauert die Heilung doch viel länger. Das Geheimnis ist ganz einfach. Diese Profisportler haben längst geeignete Methoden gefunden, sich schneller wieder zu regenerieren. Im Falle von häufigen Verletzungen, wie zum Beispiel Muskelfaserriss, ist es mir längst bekannt. Auch Sie sollen nachfolgend erfahren, wie es geht und was Ihnen im Fall der Fälle auch zur Verfügung steht. Nicht nur den Profisportlern und nicht nur nach Sportverletzungen. Ich erläutere es Ihnen im nachfolgenden Video, das ich bereits vor 2 Jahren erstellt habe. Seien Sie gespannt, es lohnt sich. Hallo liebe Freunde der Hochtonfrequenztherapie. Ich bin leicht außer Atem, weil ich gerade vom Joggen komme. Ich bin Jahrgang 1952, jogge noch sehr gern. Mir ist bis jetzt etwas passiert, nämlich eine Beeinträchtigung mit Schmerzen verbunden. Warum ich trotzdem heute wieder wohlfühlend und entspannt joggen konnte, das erzähle ich euch gleich. So liebe Interessentinnen und Interessenten, jetzt ist mir natürlich schon viel wohler, frisch geduscht, schon etwas den Puls wieder runtergefahren, Atemfrequenz wieder normal. Ja, was ist passiert? Wieso hatte ich Einschränkungen? Wieso hatte ich Schmerzen? Wieso konnte ich jetzt wieder so, wie ich es mir wünsche, mein Joggen, wie ich es heute getan habe, einsetzen? Ja, ich hatte einen Muskelfaserriss. Und zwar Joggen macht mir immer Spaß und so ungefähr vor 2 Wochen trat es ganz plötzlich ein, dass ich einen Schmerz bekam. Joggen soll ja entspannen und Joggen hilft mir gegen mein Übergewicht und Joggen muss auf jeden Fall schmerzfrei sein, sonst macht es keinen Spaß. Ja, was ist passiert? So ungefähr bei Kilometer 4 hatte ich auf einmal einen plötzlich stechenden Schmerz in der rechten Wade. Es war fürchterlich, ich musste sofort stehen bleiben und hatte stechenden Schmerz und der ging auch nicht weg und jede Bewegung, also jede Muskelanspannung nur geringster Form tat mir schrecklich weh. Weiteres Joggen war unmöglich, ich musste stehen bleiben und habe mich dann entschlossen nach Hause zu humpeln, die 4 Kilometer,
Und das war schon unter sehr, sehr großen Schmerzen nur möglich. Es war schnell durch einen ärztlichen Freund möglich, die Diagnose zu stellen. Ich hatte einen kleinen Muskelfaserriss. Klein, aber ich muss schon sagen, die Schmerzen waren erheblich. So, was passiert jetzt? Normalerweise heißt das, wenn jemand so etwas hat, wir kennen das ja von Sportlern, dann hat man 12 Wochen kein Training, 12 Wochen schonen, während der 12 Wochen auch Schmerzen bei jeder Bewegung. Wie gesagt, das ist normalerweise. Wie sieht es aber aus? Wie kenne ich es von den Profis? Wie kennen Sie das von den Profis, besonders von Fußballern? Die können eben, wenn sie so etwas haben, bei denen tritt sowas relativ häufig durch den sportlichen, körperlichen Einsatz, tritt sowas häufig ein. Sie spielen oder trainieren nach 12 Tagen wieder. Sie haben eine kurze Zeit, wo die Bewegung eingeschränkt ist, und dann haben sie zum Beispiel nach den 2 Tagen, wo sie ein bisschen Probleme haben, haben sie keine Schmerzen mehr und können, wie gesagt, so ungefähr nach 12 Tagen wieder trainieren. Fantastisch, das machen die Profis. Doch, was mache ich jetzt? Ich stehe da, Muskelfaserriss, und was tue ich? Bei den Profis, wie gesagt, sieht es anders aus. Dort, der Bundesliga, bei den Fußballern, bei der Nationalmannschaft der Frauen, in vielen Regionalmannschaften. Wir setzen die Hochtonfrequenztherapie bei Muskelfaserriss, auch bei Leichtathleten, bei Fechtern ein, auch bei Schwimmern und Handballern ist es mir bekannt, bei Hockeyspielern jeweils, ungefähr so bei Sportlern, die man als Profis bezeichnen kann. Das ist mir bekannt, da habe ich auch mit dafür gesorgt, dass das stattfindet. Also habe ich mir gedacht, warum sollte ich das nicht auch einsetzen? Denn wie wird dort gearbeitet? Die Profis bzw. deren Therapeuten und Ärzte setzen die Hochtonfrequenztherapie ein, meistens als Vevotrom Premium oder eben als stationäres Gerät. Was habe ich gemacht? Ich habe es sofort eingesetzt, das kleine Vevotrom Premium. Das läuft ja mal 6-stundenweise, gleich danach wieder eingeschaltet und habe sozusagen ganztägig und wenn ich über Nacht daran gedacht habe, auch über die Nacht eingesetzt. Es stört ja nicht, man kann ja während der Zeit seinen normalen Ablauf, Tagesablauf bewerkstelligen. Ich habe einfach das gemacht, wie ich es den Sportlern und den Ärzten schon immer gezeigt habe, nämlich bei so einer Verletzung, und was tut bei der Verletzung weh, das ist die Entzündung, setzen wir Hochtonfrequenztherapie ein und haben hohe Chancen, gute Chancen, relativ schnell zurechtzukommen. Ich habe also das getan, was ich den Mannschaftsärzten bisher über viele Jahre empfohlen habe und wie sich es einfach bewährt hat, habe ich an mir selbst eingesetzt. Wie waren meine Ergebnisse? Wir sehen übrigens jetzt hier auf dem Bild, wie ich das Vevotrom eingesetzt habe. An der Wade nämlich wird es einfach festgeklebt und arbeitet dort unbemerkt, ganz täglich, beziehungsweise wenn man daran denkt, auch in der Nacht, wenn man es dort einschaltet. Ja, nach 2 Tagen stellte ich fest, habe ich schon gar keinen Ruheschmerz mehr gehabt. Bei der Bewegung spürte ich noch, dass ich Probleme habe. Aber auch das war nach 10 Tagen weg, wenn ich mich so normal bewegt habe, zum Beispiel 10 Stand gemacht habe oder in meinem Haus gelaufen bin, im Garten gegangen bin, also nicht gelaufen, nicht gejoggt, dann habe ich auch nur einen ganz, ganz geringen Bewegungsschmerz gehabt, dass ich gerade so feststellen konnte, das ist die rechte Wade gewesen und nicht die linke. Nach 12 Tagen habe ich mich getraut, wieder zu joggen. Und siehe da, es hat funktioniert. Ich hatte wirklich Freude beim Joggen, habe das in der Wade ein klein wenig gemerkt, aber das konnte man schon nicht mal als Schmerz bezeichnen. So gering waren die Empfindungen. Wodurch kam es zu dieser schnellen Reparatur? Zu dieser wirklich für mich sehr angenehmen Erscheinung, dass ich nach 2 Tagen keinen Ruheschmerz mehr hatte und
nach 12 Tagen schon wieder joggen konnte. Es ist zurückzuführen auf die Wirkungsweise des Vivotum Premium, die Wirkungsweise der Hochtonfrequenztherapie, die nämlich auf den Ebenen Zellkommunikation, Zellkoordination und Zellkooperation arbeitet. Das ist der Hintergrund, die simultane Arbeit von biochemischen, bioelektrischen Prozessen, die simultanen Effekte, die wir auch in der Natur haben und die wir nur mit der Hochtonfrequenztherapie, also mit dem Vivotum Premium, besser ausnutzen, die bringt uns hier weiter. Und die Hochtonfrequenztherapie ist sehr einfach zu verstehen und ja auch viel, viel einfacher noch anzuwenden. Und wenn Sie Interesse haben, dann können Sie in weiteren Blogs weitere Erklärungen, Erkenntnisse gewinnen. Ich kann Ihnen jetzt schon versprechen, das ist interessant für Sie. Und ich habe mir auch vorgenommen, Webinare abzuhalten und ich werde Sie zu gegebener Zeit per E-Mail dazu einladen. Würde mich freuen, wenn Sie weiterhin dranbleiben, um über Hochtonfrequenztherapie sich weiterzubilden. So, ich denke, jetzt wissen Sie auch Bescheid und was den noch so hoch bezahlten Profis im Fußball teuer ist, das sollte Ihnen billig sein. Auch Sie haben keine Zeit für langwierige Heilungsprozesse zu verschenken. Auch Sie wollen kein Risiko mit der Einnahme von Schmerzmitteln eingehen. Auch Sie freuen sich darauf, aus einer Schmerzsituation möglichst schnell herauszukommen, um Ihre Bewegung ohne Einschränkung wieder zu genießen. Bei Bedarf haben Sie schon morgen das weltweit kleinste und effektivste Medizingerät gegen Schmerzen. Hier können Sie es bestellen. Über den Link http://www.schmerzen-was-tun.de. Der Link ist unten angegeben. Sie können einfach darauf klicken. Und dann werden Sie Sieger im Kampf gegen die Schmerzen und deren Ursachen. Ohne Risiken, Gefahren oder Folgeerkrankungen. Das war's für heute. Morgen geht es um Schwellungen und Blutergüsse. Freuen Sie sich darauf.